Hannes Weber hat eine große Leidenschaft für Zugverbindungen. Wir haben ungefähr 10 Minuten Verspätung. Steigen Sie besser am Hauptbahnhof um, da haben Sie Anschluss an den Intercity nach Westerland und er hat in Husum Anschluss an die Regionalbahn nach St. Peter-Ording. In Inari, Finnland, will er seinen großen Traum verwirklichen. Ich möchte an einem Wettbewerb für Kursbuchleser in Finnland teilnehmen. Sensibel verleiht er seiner Meinung Ausdruck. Da ist die Tür. Jedoch ist die Kripo ihm auf den Fersen. Sagen Sie mir bitte die schnellste Verbindung nach Inari. Sie müssen das Prinzip verstehen. Die Kursbuchprogramme auf Diskette sind ja auch gerade für den Laien leicht verständlich. Und nicht immer ist die kürzeste auch die schnellste Verbindung. Das hängt völlig von den Anschlüssen ab. Wenn Sie zum Beispiel von Stockholm über Nordschweden fahren, dann... Muss ich in Boden umsteigen? Ja. Auf der Flucht beweist er sich als stürmischer Draufgänger. Frühstücken wir morgen zusammen? Inzwischen fahnden die finnischen Behörden peinlich genau nach Hannes. Kuka hullu nyt Suomen pakenisi? Vaikka Saksan poliisi onkin hänen perässään. Ei niin hullu alkaan. Die Einheimischen begrüßen ihn nüchtern. Welcome to Finland. Kippis. Kippis. Und freuen sich über jeden Touristen in ihrem Land. Entschlossen überwindet er jedes Verbot, um an sein Ziel zu gelangen. Sozusagen. Ich will an einem Wettbewerb teilnehmen. In Lappland? Was willst du denn da gewinnen? Den ersten Preis für den besten Fahrplanexperten. Zugvögel, eine schräge Komödie ohne viel Worte. Sä kuulut päivän jokaisen, sä kuulut aamun ja iltaan. Oot ensimmäinen aatoksissain, miete myös viimeinen. Zugvögel, einmal nach Inari. Ich muss nicht schneller sein als er, sondern besser. Verstehst du? There is too much hurry in the world anyway.